Was wurde eigentlich aus Jean-Kevin Augustin? 2017 kam Augustin von PSG zu Leipzig. Seine erste Bundesliga-Saison ließ sich sehen. 9 Tore in 25 Spielen. Über Umwege landete er beim englischen Zweitligisten Leeds. Per Laie inklusive 21 Millionen Euro Kaufpflicht im Falle eines Aufstiegs. Ein verheerender Deal. Augustin spielte insgesamt nur 51 Minuten. Das Problem? Durch Corona verzögerte sich der Aufstieg bis nach Vertragsende. Was nun? Leeds wollte die Ablöse nicht zahlen. Leipzig klagte und bekam vor Gericht recht. In der Zwischenzeit war Augustin ablösefrei zu Nantes gewechselt. Seinen Ex-Verein Leeds verklagte er auf alle 5 Vertragsjahre des ausgesetzten Vertrags. Und auch er bekam recht. Die Briten müssen also inzwischen etwa 46 Millionen Euro zahlen für 51 Minuten Spielzeit. Heute kickt der inzwischen 25-jährige Franzose beim FC Basel in der Schweiz. In 10 Ligaspielen kommt er auf 2 Tore.